Jo, liebe Leute, mein Name ist Yves Ein. Herzlich willkommen. Kiro, du rauschst schon wieder. Und ich habe diesmal zwei Leute dabei. Und hallo. Ich rausche. Jetzt rauschst du nicht mehr. Es ist Shooting. Immer liegt's an mir. Ich habe mich komplett gemutet. Aha. So, ihr wundert euch, wo ich jetzt bin. Ich habe nämlich trainiert. Also ich habe sehr viel trainiert gehabt. Ich habe ja im letzten Part das schon gesagt. Ich lebe jetzt noch. Auf 26 gesetzt habe. Ich habe eigentlich relativ alles hochtrainiert. Alles über 20. Bloß, ich muss jetzt da hinten halt, ich kann mir hier noch heute da kann ich mir gleich noch einen Counter fangen. Kiro, du pustest ins Mikrofon. Schäme dich. Tu ich nicht. Klar. Also, hier können wir uns noch einen Counter fangen. Den Orden von Major Wolf haben wir uns auch schon geholt, das wisst ihr ja auch schon. Da haben wir auch bis jetzt auch noch nichts verloren. Also, von daher... Sehr gut. Du hast ihn besiegt, ohne was zu verlieren. Ja, mit Kleinstein. Ja, er hat auch lange trainiert nach der Aufnahme. Ja, ich habe meinen Vitismus auf Level 25 gebracht und bin damit durchgerannt. Ja, okay, das könnte einiges erklären. Ja, und ich laufe jetzt zurück, weil ich gerade nachgelesen habe, weil mir noch die VM Blitz fehlt. Die fehlt mir noch. Machst du nicht fähig, einfach um kein durch den Tunnel laufen. Ich könnte so durchlaufen, aber ich habe es nicht mehr im Kopf, wie die Wege sind. Und um safe zu sein... Ich auch nicht. ...mache ich das jetzt, weil ich wirklich gedacht safe sein möchte. Und jetzt erst nochmal den Typen schnell umhauen. Wisst ihr noch, wo die ist? Ich glaube, jetzt verlierst du gegen den Typ. Durch die Dicktri-Höhle und dann... Ja, da müsste so ein Professor-Typ sein, ne? Ja, irgendwo da müsste ein Typ stehen. Irgendwo da. Alter Sandan. Also ich stehe mit meinem Team im Moment echt gut da, finde ich. Ich bin da echt gut überzeugt. Besonders Pikachu kann jetzt wieder Donnerblitz. Es kann der Elektro. Und Tom, das Weed hat 25. Alter, easy. Ja, ja, ich habe, wie gesagt, alle ein bisschen trainiert, bis auf Genki-Dama. Das ist noch ein bisschen low. Und ich habe mir auch neuen... also, wenn ihr die Videos... Ihr könnt die ja vorher sehen, aber da, wo wir aufnehmen, sind die ja noch nicht online. Aber ich hatte mir auch ein Taubsi als Encounter gefangen. Kiro war dabei, glaube ich, ne? Ja. Geofrisur! LOL! Wir wissen beide, dass das dann eben keine Wirkung hat. Trotzdem, das wäre echt bitter gewesen. Als ob das den Geofrisur auf Level 24 hat. Es hat Geofrisur drauf gehabt. Dieser kleine, miese Drecksau. Alter, der hat sich ja gekalkt. Ja, wie kann er Geofrisur... Nee, ich sag dazu nichts. Nee, wusste ich nicht. Nee. Kam auch echt jetzt komplett unerwartet. Ich laufe jetzt erstmal zurück. Irgendein Käfersammler hat. Genau, der hat Bibor. Das Bibor. Das Artwork ist nice. Ich finde das auch richtig gefährlich, sieht das aus. So aus, als ob es dich gleich angreifen würde. Alter, easy getankt. Energiefokus, als ob. Oh, pass auf, jetzt crittet er mit Quick Attack weg. Das wär's. Dann würde ich so weinen, ne? Wenn ich jetzt irgendwas verliere, weil ich bin so weit gekommen, ohne dass irgendwas bis jetzt gestorben ist. Auch im Training ist nichts gestorben. Und. Ja, das war. Aber ganz knapp davor. Ja, mit diesen. Oh, ich habe auch im Training ein paar Mal gehabt, dass ich Kleinstein dann mit Ultraschall quitt und ich nur noch mit 4 KP da stand, ey. Meine Fresse, ey. Knapp ist, wenn du mit einem KP eine Explosion überleben würdest, irgendwann mal. Da rutscht dir wirklich, ne, das Herz in die Hose, ey. Ich fand's lustig, dabei zuzugucken. Ja, es war so klar. Ich kann Wirbelwinden, lol. Nein, das brauchst du nicht. Nein, brauche ich eigentlich ehrlich nicht. Würde sich nur bei Wände. Soll eine andere Attacke zugunsten von Wirbelwind vergessen werden? Nein, Wirbelwind brauchen wir nicht. Alter, wie das da steht. Zugunsten von. Ich finde das sowieso, die Textteile sind da noch voll komisch gesagt. Ach fuck, wenn ich hier jetzt was finde, muss ich auch Dings nehmen, ne? Einen Accounter. Ich will. Machst du mit Dupes Gloss? Pro Route darf ich halt eins fangen, aber. Ich möchte jetzt nichts fangen. Weil ich das. Also, du machst auch keine Dupes Claws. Was ist eine Dupes Claws? Wenn ich wieder schon einen Poké. Ja. Dann darf ich das. Darf ich mir ein zweites. Zweiter Versuch. Doch, die mache ich auch. Also. Habe ich auch drin, definitiv, weil. Ja. Eve kommt am Ende mit 6 Taubsis in die Pokémon-Liga. Aber es geht nur darum, weil ich habe da jetzt eigentlich keine Zeit für, weil ich jetzt gerade nicht was fangen möchte. Weil ich mir jetzt erstmal die VM Blitz holen muss, damit ich durch die Arena komme. Oder durch den Tunnel komme, safe. Und dann kann ich mit Tom das Sweet also ein bisschen leveln. Also, Eve, der Begriff müssen ist so hart gewählt. Wie willst du das sonst? Dürfen. Dün. Sieht voll krass aus, wie du Fahrrad fährst, deine Fahrradfahrskills. Ja, ich bin voll der Athlet, ey. Voll der Athlet.
Zack. Zack, zack. Ich könnte mir auch jetzt mit der Angel überall noch bewohnen. Dazu stand in der Tür. Hihi. Sah grad voll lustig aus. So. Ich weiß nämlich mittlerweile, wo die VM Blitz ist. Die muss ich nicht. Machen. Die ist irgendwo hier, wenn du durch die Dick die Höhle gehst. Damals habe ich die da bekommen. Bloß ich weiß nicht mehr, wo. Warte, genau. Quatsch doch den Typ an. Nee, der gibt dir die nicht. Du musst durch die Höhle. Und ich pack meinen Genki-Dama nach vorne, weil... Okay, durch die Höhle. Du musst durch die Höhle, durch die Dickdreh-Höhle hier. Aber ich weiß nicht mehr, wo genau dann der Typ steht, der dir die TM gibt. Nee, VM ist es ja, eine VM. Ich weiß es nicht mehr. In irgendein Haus außerhalb der Höhle. Ja. Natürlich ich kann meine, man... das war im Haus. Natürlich kannst du... Warum hast du Genki-Dama nicht trainiert? Weil ich es jetzt gerade nebenbei mache, siehst du doch. One-Hit. Jetzt kommt gleich ein Dicktree. Dann Leute, hast du verloren. Ich hätte mir hier einen Accounter anfangen können. Oh, ich hätte das fangen können. Trottel. Oh, lol, das fällt mir jetzt auf, wo ich es um... Ja, gut. Verkackt naiv den ersten, den Counter. Ja, oh, war live dabei. Mich geirrt. Ich hätte es fangen können. 21. Wann entwickelt sich nochmal... Ist das schon Razak oder noch ein Mankey? 28. Kratzfuji, das ist gut. So, ich darf nur nicht so schnell A drücken, weil das ist mir schon bei Pikachu so oft passiert. Oft? Silberblick. Silberblick vergessen und es erlernt Kratzfuji. Alter, Eve, das war jetzt aber nicht so eine gute Idee. Kratzfuji ist gut. Nein, hab schlechte Erfahrungen. Ich hab gute Erfahrungen gesammelt. Aber ich kann hier halt alles oder relativ vieles safe mit Fußcake one-hitten. Den kann ich, natürlich, ich könnte jedes Mal flüchten, aber ich brauche die P mit Genki-Dama. Nein, du kannst nicht immer flüchten. Stimmt, hier gab es keine Fähigkeiten, da war ja was. Upsi. Jetzt kommt ich zum bin Schluss so gewohnt aus Feuerrot und Blatt in der Höhle voller Dickdas und Dicktris nicht flüchten zu können. Ja. Deswegen habe ich auch Gelb genommen, damit ich flüchten kann. So in der Höhle, wo du eigentlich gar nicht gepasst reinzugehen. Das sind die Skills. Als ob das nicht überlebt. Easy, du hast ja einen Angriff droppen. Ja, trotzdem. Es outspeedet, Oh Gott. Und das habe ich, siehst du, genau deswegen spiele ich die Attacke nicht. Als ob. Mann, schon wieder, was ist denn hier los? Und jetzt, ja, Quitsch, ist klar, endlich. So. Du hätte ich einfach Kratzer gedrückt. Jetzt bin ich, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich bin durch. Naja. So. Freunde werden manchmal wahr. Ich hätte gerne noch so zum Abschluss ein Dicktree gesehen. Das hätte dich gestört, Steve. Das hätte dein ganzes Team geone-shottet. Shot, fire. Okay, bin durch. Perfekt. So, der gibt dir... Irgendwo läuft hier ein Typ rum. Der Typ, da oben. Hier oben? Hier ist doch gar nichts. Hier ist gar nichts. Nee, ich war eigentlich noch in der Dickdarhöhle. Der im Haus gibt dir doch Pantimos, oder nicht? Der gibt dir doch Pantimos. Ja. Hier kannst du irgendwas tauschen. Auch wenn ein Pokémon was? Kann es weiter Spezialtechniken wie zum Beispiel... den Zerschneider einsetzen. Okay. Das war, wow, das war eine weise Sage. Okay, was ist der? Ich suche nach Pipi, tauschte es gegen Pantimos, siehst du? Ah, okay. Ah, das ist eigentlich echt interessant, der Tausch, den merke ich mir. Ja, deswegen, also da brauche ich jetzt nicht oder müssen wir nicht unbedingt lang. Ich will mal so hier Zerschneider einsetzen, zack. So, und irgendwo hier war das doch. Hier steht, ist irgendein Idiot. Ah, hier in dem Haus, oder? Gib mir die TM. Der Typ, der besser ist, oder nicht? Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Reich, für Hilfe. Wenn du mindestens 10 Pokémon verschiedene Pokémon habe ich ein Geschenk für dich. VM, ja. Nice, das ist die hier. Ich habe 10 unterschiedlich gefangen. Nice, 16. Alter, Eve, das war aber knapp. Ja, ich kann halt nur in jeder Route 1 fangen, ne? Entwicklung der 10 auch als gefangener Pokémon. Ja, aber ich habe halt noch nicht vieles entwickelt. Aber ich habe die TM gelernt, oder bekommen. Und jetzt bringen wir das eben schnell bei. Wem bringen wir das denn bei? Ich glaube, Pikachu kann das lernen, ne? Maxi lernt das. Maxi wird ein Sklave für alles. Maxi wird ein Sklave für alles. Maxi, Entschuldigung.
Wahrscheinlich suchtet er so insgeheim deine Videos und was bringt dich jetzt verlernt? Was hab ich verlernt? Super, okay, super schnell, das, okay, das ist akzeptabel. Alter, hast du schon wieder nicht hingeguckt? Nee, ich hab zu schnell A gedrückt. Upsi. Oh Mann. Das passiert mir einfach so oft, ne? Eve steigt aufs Fahrrad. So. So. Notiz an mich. Nie so schnell A drücken. Zack. Oder Notiz an mich. Wenn Eve irgendwas Schlimmes passiert, hat er zu oft A gedrückt. Ich hatte, bis ich das Training mit Pikachu begonnen hatte, hatte das Pikachu auf Level 15 war das, glaube ich, keine Angriffsattacke mehr. Und ich musste bis Level 26 trainieren, damit es irgendwas wieder... Okay, 20, aber Slam trifft ja auch nie. Nie trifft Slam. Alter, nie. Level 22, da, das ist im ersten Ball drin. Und bam. Er darf es nicht fangen. Das daran ist er selber schuld. Ja, Entschuldigung. Warte mal, wir könnten ja so tun, als ob keiner was gesehen hat, die letzten 10 Dicks. Irgendwo muss doch mal ein Dicktrin noch kommen. So einfach nur so zum Abschluss. Das war immer lustig, wenn man Feuerrot oder Blattgrün gespielt hat und dann Probleme mit der Arena hatte. Da ist man einfach mit Schutz in diese Höhle reingefahren und dann kam ein Dicktrin Level 29. Ja, und dann hast du es gefangen und dann bist du da durchmarschiert. So krass, wie der Bob dann einfach direkt versagt hat. So, fertig. TM und auf geht's da durch den Tunnel. Und da fängst du dir den Encounter? Da fange ich mir den Encounter. Und in dem Gras davor fange ich mir noch eins. Wollte ich gerade sagen, unvergess nicht das Gras. Aber ey, was ist das für noch mal für eine Route? Was kann ich da alles kriegen? Soll ich nachgucken mit meiner tollen App? Mach mal, aber Kiro sagt mir immer das Falsche. Ich erinnere dich nur an Hexenfossil. Ey, du hast zu schnell geklickt. Ich konnte nicht in der Zeit nachgucken. Eve, welche Route ist das? Das ist die Frage. Ich hab gesagt, ich guck nach und derzeit hast du es schon genommen. Eve, auf welcher Route ist das Grasfeld? Diskutier nicht mit mir. Du weißt das ganz genau, dass es deine Schuld war, dass ich das verkackt habe. Nein. Doch. Ja, und Eve, hallo. Ich brauch Informationen, welche Route ist das, wo du dir noch einen Counter fangen kannst? Oben rechts neben der Zuri-Arena ist das. Route 10 also. Kann sein. So, zack. Da gibt es Radikal, Sparrow, Voltoball, Waxxire in Hard Gold und Soul Silver. Hier, warte mal. Muss auf Geld. Nein, ich muss raus aus dieser Hard Gold Zeit. Den will ich noch im Umhauen, das ist wahrscheinlich so ein Bergtyp, damit kann ich mit Tom das Weed gut durchhauen. Und jetzt kann ich sowieso gleich super mit meinem Tom das Weed hier durchlaufen oder halt mit Dings. Nein, da gibt's Sparrow, Ekans, Sandshrew, in Pokémon Gelb kriegst du da eventuell Magnetilo. 16 bis 22. Na, Magnetilo ist nicht so schön. Dann Ratzfratz, weiblich oder männlich Nidoran, Radikal oder Machop. Machop? Ja. Machop, okay. Welche Route ist das denn? Route 10 müsste es sein. Es ist Route 9, oder? Ich guck gerade auf den Bildschirm zurück und sehe ein riesengroßes Kleinstein. Wenn du das von hinten siehst, sieht das wieder total kacke aus. Aber ich habe jetzt einen Regirock. Regirock sag ich schon. Ein Georock. Mach Hollow. Ein Regirock in Pokémon Gelb. Easy. Ich habe im Moment echt ein gutes ausgeglichenes Team. Bloß wo ich ein bisschen Panik habe, ist die Psycho-Arena, weil vieles davon trifft mich einfach sehr effektiv. Ach, ein bisschen. Ja, ein bisschen, aber nur. Quit. Ja, das ist also, nicht schlimm. Ich die Route 10. Also ich bin stark daran, dass das die Route 9 ist. Fang, wenn's klappt, ein Magnetilo. Ah, das wäre nicht schlecht. Wäre übelst OP, wenn du Magnetilo kriegst, weil Magneton ist in dem Spiel, glaube ich, noch richtig gut. Also ich find's gut. So, und es ist One-Hit. Komm schon, 26. Aber krass, wie Absorber mit 20 Stärke einfach fast alles One-Shotted. Ja, das ist total stark. Da bin ich ja mit durch die Arena gelaufen. So, zack. Zack. Bestimmt nie ich hab deinen Kampf gegen Misty angeguckt. So, noch eben einmal heilen und dann würde ich sagen, fangen wir uns eben schnell einen Encounter. Und wenn du beide Encounter gefangen hast... Ich darf ja auch noch in der Höhle gleich noch einen fangen, also ich darf mal zwei fangen. Du fängst einfach beide Encounter jetzt und du hättest drei fangen dürfen. Hä?
Hör bitte auf und hacke nicht drauf rum, was mir gerade passiert ist. Das nimmt mich immer noch sehr mit. Ja, ehrlich, das nimmt mich sehr mit. Ich bin traurig. Ich bin zerstört. Ist jetzt körperlich und geistlich am Ende seiner Nerven. Mal gucken, was ich da jetzt fange. Das ist Route 10, ne? Route 9. Also ja, es ist Route 10. Okay, und es wird ein... Ich glaube mal Nidoran. Ich believe in Magnetilo. Nidoran. Ich dachte, Tilo wäre cool. Nidoran. Ich fänd Magnetilo cool. Ja, wäre cool, aber... Nidoran! Ratzfatz, das habe ich schon. Dupes Claws. Das habe ich schon, also ich darf es nochmal. Ein Hoch auf die Dupes Claws. Ich werde gleich einen Zubat fangen. Ich sehe es kommen, wenn ich in die Höhle gehe, wird das ein Zubat. Ah, Zubat ist toll. Nur der Essenchen nicht. Ich weiß schon, wie ich es nennen werde. Ich habe da schon einen speziellen Namen für. Giro. 2.0. Okay. Genki Dama. Juhu. So, komm schon. Magnetilo. Raktika gibt's auch, ne? 4%. Das habe ich auch Giro schon. Giroran! Hab ich auch schon. Ich Alter, ein OP-Shooting. Stell dir mal vor, die Spitznamen, so würden die Pokémon in echt heißen. Komm schon, was kriege ich denn jetzt hier? Ein wildes Maxi erscheint. Und. Es ist Magnetilo. Level? Warte. 2! Oh, warte. Lol. Das ist es richtig ist 16 gut. Bis 22. Alter, das ist ja voll Glück. Richtig. Pass auf, gut, dass du es nicht tötest. Es hat aber noch nicht den Stahltyp. Nee, ich mache erstmal einen Karateschlag drauf. Das kann critten. Ja, aber es wird nicht ausreichen. Es ist ein Magnetilo, kein Magneton. Das war es quittet einfach. Das war sogar ein Quitt und das reicht nicht mal aus. Also. Ja, okay, ich war mir halt nicht sicher, wie tanky Magnetilo aber ist. Aber das werde ich, den zweiten werde ich nicht tanken. Ich gehe auf meinen. Wenn er jetzt quitten sollte, ist mein Mankey weg. OP, nur so für dich zur Info. Ultraschall macht immer 20 KP und kann nicht quitten. Oh ja, gut zu wissen. Also sollte man als Competitive Master wissen. Hey, erste Gen, hast du da Competitive gespielt? Nein. Ja. Als ob. Weil ich habe die Gen 1 Emulatoren erst gespielt, als ich CP konnte. So, komm. Ah. Wird's ein bisschen noch schwächen, wenn's klappt. Mit was denn? Überstrahl. Ich hau Fuchtler drauf, ne? Ja, easy, davon tankt es ja noch 3 Stück. Ja, komm jetzt. 1, 2 und ist drin. 3. Nice. Drin. So, wie nennst du es? Wie nenn ich's? Nenn es doch. Nee, ich hab ja gesagt, ich benenne die nach den Abonnenten. Hattest du nicht damals noch Lars offen? Genau, Lars habe ich noch offen, ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Einer seiner Abonnenten. Ja, Lars. Das ist mir jetzt auch klar. Stimmt, Kiro sei Dank. So, und Eve, ich empfehle jetzt direkt in der Höhle deinen Counter zu fangen und dann verabschiede ich mich. Erst einmal heilen. Hanoi, das brauchst du doch nicht. Doch. Ich habe ohne Tränke, habe ich die Klaus drin, dass ich keine Tränke benutzen darf. Das ist schlimm genug. Deswegen dauert das auch so lange, sonst würde ich ganz oft mit Kränken rumlaufen. Alter, wie Chansey einfach guckt. Voll hässlich, ne? Guck durch diesen Blick an. Ich hab diesen Blick. Ich hab ein Ei. Willst du es haben? So. Auf geht's. Setz Zerschneider ein, sonst musst du kämpfen. Upsi. Und ich sag's doch auch noch. Alter. Ich hab dran gedacht, aber ich hab mir so überlegt, nein. Halt, Moment, ich spiel ohne Tränke. Wie hat er dann bisher noch nichts verloren? Immer wieder zur Arena gelaufen. Ach, Arena, zum Pokémon-Center. Pummeluft mit den Psycho-Augen. Also, ich bin immer wieder zurückgelaufen und so. Ich bin, glaube ich, habe 3 Parts gebraucht, um durch die erste Höhle zu kommen, weil ich immer wieder... Ja, das weiß ich. Und hier wird es nicht aber anders werden. Also, Pummeluft hat so richtig creepyhafte Augen gehabt. Pummeluft... Alter, das Pipi sieht aber auch nicht gerade besser aus. LOL! Nein! Und es. Oh Gott, nee, du. Komm, und jetzt spammt sie 6-mal Gesang. Man Metronom. Man weiß, jetzt, dass man verkackt und dann sowas, ne? Oh, komm, komm einfach durch, bitte. Wach jetzt auf. Gott. Eve, du schläfst weiter. Die Schlafen ist so beschissen in dieser Gen noch, ne? 10%ige Chance immer noch.
Freeze. Ja. Echt. Wäre genauso, wenn sie eine Attacke erfinden, die heißt. Die Freeze-Strahl heißt. Effekt, der Gegner friert ein. Die wäre so OP, ne? Duplexi, ich glaub's nicht. Instant als K.O.-Attacke gewertet. Oh, bitte. Und als ob es jetzt fünfmal trifft. Als ob. Wechsel aus! Nein. Doch, okay. Sonst quittet es sich jetzt weg. Nein, es quittet. Okay, ja. Mir egal, dann verliere ich halt meinen ersten Counter an den PP. Maxi. Eve, wir wissen beide, dass du das nicht willst. Doch. Das hat er predicted mit Gesang. Ich will jetzt so. So, Nein, du hast nur noch Konfusion als Angriffsmove? Ja, aber Härtner ist eigentlich recht gut, um mich zu boosten. Also ist eigentlich gar nicht so. Also, Alter, warum spielt so der Noob kein Falterreigen? Ja, als ob. So. Ich will noch zumindest den Encounter empfangen. Das heißt, ich packe jetzt. Falterreigen Gen 1. Dings nach vorne. Maxi. Und dann wollen wir mal gucken, was wir uns hier in der Höhle fangen werden. Und wenn es Zubat ist, ich habe da schon den perfekten Namen für. Oh. Ich stelle mir mal Falterreigen in Gen 1 vor, wie OP das gewesen wäre. Und Zubat! Yes! Wie nennst du es denn? Speedy. Speedy? Ja. Speedy? Ja. Speedy Gonzales? Als ob ich keine Wirkung, als ob es keine Wirkung hat. Wieso hat es keine Wirkung? Ich wollte gerade sagen. Das muss man mir mal erklären. Willst du Wett- wohl eins tanken? Nein! Beide sind sich einig. Nein. Eve, du kannst jetzt halt keine Karte ansetzen. Ja, ich hab's auch gelesen. Eve, das. Eve, es ist noch nicht Zeit, dies zu benutzen. Ja, Professor Eich sagt, es ist noch nicht Zeit, dies zu benutzen. Es ist weder der rechte Zeit, noch der gerechte Ort. Zeit, noch der rechte Ort dafür. Oh Gott, bleib drinne, bitte. Easy, ist es aufgewacht. Als ob es jetzt drin geblieben wäre. Super Schall und jetzt Schlafpuder, the mall. So. Jetzt wacht es direkt auf. Schade. Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So, jetzt muss es eigentlich noch drin bleiben. Und dann muss ich mir, wenn ich in Lavandia angekommen bin, neue Pokébälle kaufen. Bitte, bitte, jetzt. Wechsel aus und schwäche es. Nein, ich habe nichts, was es vernünftig schwächen kann. Mein Genki-Dama schläft, Pikachu hat Donnerblitz drauf. Mein Kleinchen, ich kann nichts. Aber es ist jetzt eh drin. Easy, du hast es gefangen und ich muss jetzt gehen. Also ich verabschiede mich. Falls der Part noch ewig länger geht, dann tut es mir leid. Ich werde jetzt auch beenden. Ich würde noch eben den Namen benennen und dann ist für heute Schluss. Okay, Part. Ich glaube, die eine Minute habe ich noch. So, den Namen noch. Bitte! So verdient. Und sie weiß genau, wieso ich das nach ihr benenne. Ach, du benennst es nach einer ihr? Okay. Ja. Sie weiß es genau. Betty? Und ich setz... So, gleich raus hier wieder. Zack. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ja? Ist das jetzt alles gewesen oder kommt da noch mehr? Also, mehr habe ich ja nicht zu sagen. Okay. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schaut das habe ich doch gerade gesagt. Ja, schaut auch im nächsten Part wieder vorbei. Und ich bedanke mich an Kiro und an Shooting, dass sie beide dabei waren. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diesmal mit zwei Leuten da ein bisschen zu labern. Und im nächsten Part begeben wir uns durch den Tunnel. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Pokémon Game Nuzlocke Video wieder. Bis dann. Ciao. Ihr dürft auch was sagen noch. Bye. Tschüss.